jemand nur dann investitionstätig, wenn er auch einen Benefit davon hat. Das heißt, die Kalkulation wird da immer größer. Ah! Voranstrengend oder die zum Beispiel? Ja, Eichhörnchen, Pfötchen. Kiva. In den Zulassungsstudien wollte die Firma vor allem die perfekte Umgebung für sich gewinnen, um beide Zwischenfälle zu vermeiden und die Zulassung auszuschließen. Der Schweizer Sozialmediziner Peter Wenning beschäftigt sich schon länger mit den Strategien der Pharmaunternehmen. Ich will nichts aus der Industrie rausagieren, wenn ich jetzt eine. Wenn ich das Medikament habe, das ist schon eine neue Intervention, die ersten Studien relativ sattelfest zu bauen, sodass ich sieht aus wie eine fette Fledermaus. Du sprichst, ja? Und ich werde mir versuchen, welche Endpunkte kann ich messen, welche Parameter kann ich messen, dass ich dann tatsächlich auch einen Erfolg sehe, dass ich quasi die Empfindlichkeit meiner Studie verdiene.